Hallöchen, ich muss noch mal ganz kurz im Hintergrund die Aufträge nach Frochia und fertig machen. Ich habe vergessen, dass das Spiel noch läuft. Aber hallo schon mal, guten Abend. In 5 Minuten geht's los.
So. Hallöchen. Nom nom nom. Ach, Frontalbeleuchtung. So, sieht doch gleich besser aus. Also, ich habe es im Stream heute Nachmittag schon angekündigt gehabt. Ich werde nicht VR spielen, weil dafür bin ich zu müde und bevor ich da wieder Motion Sickness kriege. Machen wir heute bei der Closed Beta von Skull and Bones weiter. Und ja, ne, ist. Mann, ich möchte mal eine Sache nachschauen. Ale, hatte ich davon nicht schon mal was? Ich habe noch 3 Stunden 35 Minuten in der Beta. Ach, das habe ich gerade hier. Ach, das ist Opulentrum. Okay. Ich schmeiß mal eben ein paar Sachen ins Lager rein. Now, where did I leave that thing? Auch wenn ich gerne aus dem Warenhaus verkaufen würde, aber ich mache mir da nicht ganz so viele Gedanken drum, solange ich nicht explizit Geld brauche, weil so, also so lange geht die Beta nicht, als dass ich mir darüber Gedanken mache, wo ich jetzt am besten Sachen verkaufe. Tatsächlich. An Handelsrouten von Kompanieschiffen. Das ist nicht unsere? Nein. 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 Ja. Hier unten gibt's. Hier unten gibt's Ale. Natürlich haben wir wieder Gegenwind. So. Aber erstmal, wie geht's euch denn? Wie lief's? Chaos. Hi. Was machen Sachen? Ich bin nicht so ganz sicher, wofür ich jetzt diese 15 Punkte da gekriegt habe, aber. Da hinten greifen sich NPC-Fraktionen gegenseitig an. Jetzt wieder Wohnen spielen, bis es nachher Pasta gibt. Ah, ja. Das klingt gut. Aber wieso muss ich jetzt so gegen den Wind segeln? Das ist doch. Müsste man eigentlich richtig kreuzen. Aber, ja. Bin im Discord, wenn du labern willst. Ja, alles klar. Mal gucken. Jetzt können wir plötzlich das gegen hier. Ich werde jetzt nicht gegen den Hafen und Schiffe und Co. kämpfen. Ja, mal da drüben schauen. Was haben wir da? So weit weg. Ich würde ja das Schiff da mal mir anschauen. Das ist eigentlich für eine riesige Festung oben dran. Ach ja. Ich habe vorhin im Avorian-Stream schon mit jemandem ein bisschen darüber diskutiert, was bei Skull and Bones. Also wie es halt so ist. Und es ist so ein bisschen. Ach, da ist Ale. Was noch so ein bisschen stört ist, du kannst halt nicht. Also es gibt
einige Interaktionen, die es im Assassin's Creed Black Flag gab. Aber die jetzt halt im Spiel fehlen. Manches kann ich verstehen. So zum Beispiel, dass man halt nicht direkt entern kann von gegnerischen Schiffen. Weil du halt in solcher, wenn gerade bei vielen Schiffen, die im selben Kampf sind. Ich muss mal wieder hier bracen. Dass bei dem hier jetzt kein, Moin, guten Abend, hallo. Dass bei dem hier jetzt kein manuelles Entern möglich ist, wie es noch in Valhalla der, in Black Flag der Fall war, weil es zu viel Zeit kosten würde. Jetzt stehe ich hier drin. Und warum ist der schon so angekratzt? Und auf der anderen Seite ist es aber schade, dass sie das Rumlaufen allgemein auf dem Schiff rausgenommen haben. An Land ist es halt nicht so ganz sinn- und zweckdienlich. Es fehlt damit irgendwie so ein bisschen die Freiheit, die ein Black Flag hatte. Sag mal, ich muss irgendwie jedes Mal gegen Wind hier segeln. Was ist denn das? Wieso funktioniert meine Left-Control-Taste schon wieder nicht? Ne, Repair-Kit 1 hätte ich gern. Weil ich verstehe halt, ne, bei größeren Seeschlachten, das Entern soll schon einigermaßen für sie funktionieren. Das ist völlig in Ordnung. Hab gerade den Drop erhalten. Wie lade ich denn nun das Spiel herunter? Wenn du den Drop hast, musst du halt einmal deinen Twitch-Account mit dem Ubisoft-Account verknüpfen, damit Ubisoft weiß, dass du bei Twitch den Drop verdient hast. Und dann sollte dir das bei Ubisoft im Launcher freigeschaltet werden. Es kann sein, dass das einen Moment dauert. Ich hab's über den... Moment. Über die Einladungsmail erhalten. Von daher war ich da gar nicht auf den Drop angewiesen. Aber es sollte so funktionieren. Nur solange halt Twitch und Ubisoft nicht verbunden sind, weiß Ubisoft ja nicht, dass du Twitch den Drop erhalten hast. So, sag mal, wo gibt's hier denn... Das sind die beiden Handelsrouten. Mehr gibt's hier nicht. Es gibt hier drüben noch eine. Aber die habe ich halt noch nicht entdeckt. So weit war ich noch nicht da drüben. Und jetzt gibt es hier halt auch einfach keine anderen Schiffe gerade. Na gut, dann segeln wir mal da drüben hin. Ja. Jedenfalls, dadurch, dass man halt nicht so viel rumlaufen kann und nicht so richtig die nicht so viele Freiheiten hat, wie man es halt eben aus Black Flag kennt, fehlen zum Beispiel auch so Geschichten, dass du halt einfach mal irgendwo an der Sandbank draufgehen kannst, da wirklich zu Fuß hingehst, Material sammeln, Schätze suchen. Daraus könnte man auch gerne so ein PvP-Event machen, dass wenn du da auf der Insel bist und auch jemand, dass du dich da um den Schatz prügeln kannst oder so. Das wäre ja voll in Ordnung. Finde ich zumindest, aber dadurch, dass du halt irgendwie diesen Part, dass du deinen Charakter nur an bestimmten Stellen, in bestimmten Häfen überhaupt verwenden kannst, weiß ich nicht. Dadurch fehlt einfach so ein bisschen was. Aber hier sind auch wieder keine Schiffe, wo sind die alle hin? Oh, du lief. Possible Loot. Ja, nee. Mit einer Militärbasis werde ich mich mit dieser Schaluppe hier nicht anlegen. Eventuell kann ich hier nochmal einen Wrack looten oder so, aber hier blinkt und blitzt nichts.
5,3000 Titan erhalten. Ja, sehr schön. Ah. Dafür haben sie den Shanty hier aus RC mitgenommen. Hier unten ist die Route. Ganz schön weit segeln dafür, dass ich eigentlich nur ein... Oh. Das sind irgendwie auch ein bisschen zu große Schiffe für mich. Das sind, sag mal... das da sind definitiv zu starke Schiffe für so ein... Schiff mich halt. Achso, ich sollte vielleicht nochmal hier... Ich nehme mal Discord eben raus, solange ich nicht selber drin bin. Wie komme ich jetzt an mein Ale? Also, es ist ja noch nicht meins, aber, ne, ihr wisst schon. Neue Handelsroute. Ja, das hilft mir nur nicht, wenn die von solchen Schiffen hier. Level 10er Schiffe. Da gibt es ja noch keine. Kein Ale. Ist ein bisschen heavy. Da werde ich mich mit meinen 3-4 Kanönchen nicht mit anlegen. Aber ich habe hier gerade überhaupt keine Schiffe. Was ist denn da los? Was ist das da? Irgendwie verlorene Beute. Kann man natürlich auch Spielzeit draufgehen lassen. Weißt du, wenn man nicht zeitbegrenzt wäre, hätte ich kein Problem damit, aber... Und was gibt's hier? Ach, doch gekriegt. Noch ein bisschen Hai mitnehmen. Ja, was war denn das? Hä? Warum? Warum kriege ich gerade Schaden? Kampf. Mit Piraten. Das ist ein Piratenschiff, also Spielerschiff. Das sorgt aber weiterhin für leichte Verwirrung. Wo kriege ich hier... Was fliegt denn da oben für ein riesiger Vogel rum? Und wie kriege ich hier kein Ale ran? Ich werde hier nochmal das Wrack looten. Wie viel Ale habe ich denn jetzt? Eins! Was Spots mit dem Ale sind ein bisschen knapp. Ach komm. Müll stellt sich auch immer genau in die Richtung, in die ich gerade kreuzen will. So. Schon wieder? Was denn das?
Ja, mal wieder ein Schiff. Aber wenn nur ein Ale dabei ist, dann ist das ein bisschen wenig. Das ging ja voll daneben. Get closer, das machen wir doch gerne. Bonus 3 Eisen. Ich brauche 6 Ale. Da hilft mir so eine kleine Menge auch nicht viel. Acquire Ale 2 von 6. Das ist schon ein bisschen. Ja. Jawohl. Gar kein Ale. Uff. Okay. War ja mal nix. Wieder kein Ale dabei. Sag mal, was ist denn da los? Ich muss ja irgendwie an mein Ale kommen. Manchmal so unscharf wird. Ist wieder kein Ale dabei. Das ist auch ein Skirmisher und kein Händler. Ja, okay. Kriege ich jetzt das Zeug her? Wieso kriege ich irgendwie ständig Schaden? Was ist denn damit? Kein Ale. Da ist wieder kein. Doch, das ist ein Kompanie. Aber der hat auch keinen.
kein Ale dabei. Ja, auch nicht. Es sind halt die Gatherer. Da sieht mir nicht nach dem Händler aus. Ja, und vor allem falsche Nation. Und wie ist der Eindruck nach, so nach der Hälfte der Zeit? Tja. Irgendwie hat die letzte Beta noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Hat sich was getan im Vergleich zur letzten Beta? Naja, das, was du schon geschrieben hast mit dem... mit der Boarding-Mechanik ist halt anders. Ansonsten fallen mir hier noch gar nicht so groß die Unterschiede auf. Klar, das Intro war halt wieder gekürzt. Ich bin... Also ich meine, es mag sein, dass das so ein bisschen an dem Multiplayer-Aspekt liegt, der einfach gerade fehlt. Weil wir das letzte Mal ja halt Multiplayer gespielt haben und da hat es halt durchaus mehr Spaß gemacht. Hier frage ich mich gerade, warum ich keine Schiffe mehr finde, die Ale haben. Ansonsten im Allgemeinen, naja, es ist... Ich weiß nicht, wie viel sich seit der letzten Beta verändert hat, weil ich noch nicht allzu weit gekommen bin. In der falschen Ecke der Welt unterwegs. Die Markierung ist hier schon da für Ale. Used to transport refined resources to the settlements. Possible loot? Ale. Aber ich kriege hier halt einfach keine Schiffe, die Ale dabei haben. Also ich habe jetzt zwei Ale und wenn jedes Mal für ein Schiff nur ein Ale dabei rumkommt und hier so wenig Schiffe unterwegs sind, dann gibt es halt auch wenig Ale. Na, das ist halt das falsche Schiff. Das hilft mir nicht wirklich. Ich meine, ich kann es halt aus Jux und Dollerei angreifen. Wow, das hat ja gut funktioniert. Schön, wie sie abbremsen vorher. Ein bisschen die Segel kaputt machen. Ich bin heute immerhin mal mit Maske im Supermarkt gewesen für die nötigsten Einkäufe, Taschentücher. Aber sonst gehe ich nicht viel außer husten und schlafen. Ja. Weil das... So, und jetzt gibt's nicht mal Ale. Irgendwie ist hier einfach gerade ansonsten relativ wenig los. Ich meine, wir haben einen neuen Rang. Vielleicht kann ich damit was anfangen. Was anstellen. Tributer, oh je. Warte mal, das sind die Merchants. Warum? Das wird doch nichts. Plünder wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es ist halt irgendwie so passiert. Ja, nee, das wird nix. Hey.
Ja. Nun, gegen drei Schiffe gleichzeitig kannst du halt auch nicht kämpfen. Da hilft es auch nicht, wenn die dann super viel Ale dabei haben, aber drei Schiffe gleichzeitig auf demselben Haufen, inklusive der Festung. Oh, aber dieses Festhalten, ich hasse es. Also die Controllersteuerung geht mir seit jeher auf den Nerv, aber das hat nicht nur mit Skull & Bones zu tun. Sehr gespannt auf das Spiel, aber das Fazit von Dimi eben in Discord geschrieben und das passt so für mich. Oh, zeig mal. Also nur um es einmal vorzulesen. Skull & Bones wird kein Spiel für jeden, wahrscheinlich nicht mal ein Mainstream-Produkt, sondern eher wie damals For Honor trägt es das Potenzial in sich, eine ganz bestimmte Community über zig Jahre zu beschäftigen. Die Frage, ob die wie bei For Honor das Ruder rumreißen können auf lange Sicht. Also, mal so doof gefragt. Ich meine, das Spiel basiert ja im Grunde genommen auf der Erfahrung, die Ubisoft mit Assassin's Creed Black Flag gemacht hat. Das halt insbesondere für die Freiheiten, die man hat, gelobt wurde, für die Möglichkeiten, mit seinem Schiff hinzusegeln, was man möchte, wo man möchte. Ja, segeln kannst du immer noch, aber du kannst halt nicht mehr aussteigen, wo du möchtest. Du kannst halt nicht auf dem Boot mitten im Meer irgendwie rumschippern und ne, du kannst hier nicht einfach auf das Boot springen und weitermachen, außerdem ist da Wasser im Boot, aber es fehlen so ein bisschen Mechaniken, die Assassin's Creed Black Flag gut gemacht haben. Während gleichzeitig natürlich Anpassungen für Multiplayer drin sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Was auch gut ist und was so sein soll, weil, ne, wie gesagt, das Entern von Schiffen würde einfach zu lange dauern, wenn man das wirklich per Hand macht und dann jeden umnieten muss und das wird halt einfach zu viel. Pick-up-Letter. Aber es fehlt halt trotzdem so ein bisschen die Freiheit einfach tun, was man möchte, so ungefähr. Klingt ein bisschen doof, aber ne? Naja, jetzt kriegt man also die Freischaltung darüber. Oh, weil ich untergegangen bin, habe ich sogar das Ale verloren, das ich schon hatte. Oh. Ah. Großartig. Das Problem ist halt der Umbau auf Multiplayer. Als Singleplayer wäre das Spiel viel besser gewesen. Würde ich nicht mal unbedingt so sagen. Also, dass es Multiplayer machen, ist ja völlig in Ordnung. Da habe ich, also da bin ich absolut, also wir hatten ja auch durchaus viel, also ich zumindest hatte, fand, wir hatten durchaus viel Spaß mit der ersten, also mit der zweiten Beta. Pickaxe 1. Wieso habe ich denn die Pickaxe 1 nicht? Higher Tool Required. Was ist denn Higher Tier Tool Required? Ich bin schon bei der Pickaxe 2 und muss jetzt die drei Varianten holen. My sister is strong and Murembo. May your travels. Also der Multiplayer-Spiel macht schon was auf jeden Fall, wenn du halt eine Gruppe hast. Ne? Und ich habe auch kein Problem mit den Anpassungen dafür. Mir fehlt halt nur so ein bisschen, ja, dieses freiheitliche Piratenfeeling. War da gerade ein Star Trek-Logo? Es ist Star Trek Lofo. Okay. Die haben halt für den Multiplayer-Aspekt viel rausgeworfen, was im Singleplayer so gut war. Ja, das ist es halt.
Nicht, dass es schlecht sein muss, aber es fehlt so ein bisschen. Ja, eben. Ich würde mir das Spiel halt in der Vollversion anschauen, weil jetzt habe ich halt auch das Gefühl, es fehlt einfach so ein bisschen die Atmosphäre, weil man halt sich nicht die Zeit nimmt. Aber woher auch, man hat sie ja nicht. Trotzdem freue ich mich immer noch auf den Release. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch... Ich bin ja froh, dass wir überhaupt mal wieder so eine Art von Spiel haben. Das Piraten-Setting ist ja so... Weiß nicht, ob ich dafür einfach nicht die richtigen Spiele mitbekommen habe, aber... Ist ja so in der Art einfach kaum oder zu wenig noch genutzt. Also da finde ich, ist diese ganze Zombie-Geschichte viel, viel zu viel gelaufen. Ja. Das ist halt mein Setting. Kakao WW2, 17.800 ist von mir. Ja, okay, ich bin halt eher im 24., 25. Plus Jahrhundert, aber... ich habe halt hier dran auch meine Freude. Der kann auch keine Bismarck mithalten gegen eine HMS Victory. Gut. Antike. Und trotzdem haben wir drei unserer Spiele, die wir zusammen spielen. Ah, Piratenflotte war zu stark. Nee, aber gegen Age of the Sword. ja. Also Piraten-Setting mache ich auf jeden Fall auch durchaus gerne. Natürlich eher traumatisierte Vorstellung, etc. bla bla, aber darum geht es gerade nicht. Zurück zum Spiel. Das hier ist halt. Naja. Eine sehr stark vereinfachte Variante, damit man halt nicht an Land gehen kann und muss. Ich habe jetzt mehr überlegt, als zu tun. Ich finde es aber gut und wichtig, dass es das Crafting weiterhin gibt im Spiel. Das ist so... Wenn es das auch nicht mehr hätte, dann... Ja, wozu machst du dann... Also, ne, irgendwann wird es dann komplett leer. Das Crafting könnte für mich komplett raus. Karibik hätte ich noch 5% geil gefunden, aber gut, dass sie es unverbraucht hat. So, Moment, da geht es um das Ding. Man bräuchte Ersatz. Ja, es muss halt irgendwie schon noch was zu tun geben, so blöd es klingt. Nee, da war doch was zu looten. Menno. Ja, wie soll ich sagen? Weißt du, wenn du hier halt rumlaufen könntest... Während sich das Schiff dann natürlich nicht bewegt, mein bisher Captain, aber... Ne, wenn man sich halt alles ein bisschen genauer ansehen könnte, sich ein bisschen mehr Zeit dabei nehmen könnte, es würde einfach schon viel mehr helfen. Für mich zumindest. Man kann das Crafting nicht rausschmeißen, weil dann endgültig nur noch Seekämpfe drin wären. Ja. Und der Landteil ist halt schon sehr stark zusammengefercht. Was, Bethesda? Oh, ich fände es auch gut, wenn man der Crew Befehle erteilt, was sie tun soll und die macht dann. Ja, geht auch. Wäre ja auch okay.
someone louder than Skurlock's captain. Don't let his tales eclipse your mind. Ich erkunde mal so ein bisschen die Gegend. Weil wir haben... sag mal so, was das Aufsteigen etc. Leveln angeht, fand ich, hatten wir in der ersten Beta deutlich besser vorankommen können, weil wir auch einfach mehr Zeit hatten. Tja. Währenddessen kümmert man sich um Dinge unter Deck oder so, verteilt Waffen an Intermannschaften, um da so ein bisschen Taktik reinzubringen oder sowas. Also ein bisschen bleibt, ist so der Punkt. Merkt, dass die Entwickler zwischenzeitlich auch nicht so ganz gewusst haben, wo sie mit dem Spiel hinwollen. Noxie ist gerade beim Fernsehen eingeschlafen. Das haben wir auch noch nicht. Okay. Hat das Ale, das Schiff da hinten. Zweifle stark, aber nun ja. Oh, hallo. Da sind noch ein paar mehr Schiffe. Und ein großes Schiff. Das ist ja so komisch bunt. Wow, das hat ja gut funktioniert mit Schau in der Nähe. Wir sind hier in der Procure à la Hamadi Star Chart. Bin ich gerade angegriffen? Ne, die greifen sich an. Ist das jetzt ein Spieler da oder was? Dutch Merchant Company. EMC, Devil May Cry. Stufe 8er Schiff. Können wir bestimmt viel machen. Warum biegt eigentlich die ganze Gegend auf, wenn eine Kornunkugel in Holz einschlägt? Nett. Das Schiff ist noch beschädigt, jo. Schön hinterm Schiff bleiben. Autsch. Ja, okay. Das ist ein bisschen sehr viel Schaden. Nee. Einmal ein bisschen Geld ausgeben und schon darf man weitermachen. Wenigstens das. Aha. The Colonial Shipment. Ach, das ist das Weltevent. All hands on deck. Sollte hier vielleicht links rum, wobei. Ach doch. Ja, was bleibt zu sagen? Lass mal überlegen. So, jetzt gerade die... Ja, ich würde jetzt theoretisch die Mission weitermachen.
Na, ist ja doof, dass also gerade ebenso wenig Ale da war, als dass man das hätte tatsächlich weiterverfolgen können. Also so wenig Schiffe. Hier hinten bin ich halt in ein Gebiet, das noch zu stark ist für mein Schiff. In der ersten Beta war das Schiff verloren und du musstest das mit dem wieder anfangen, welches du noch in der Reserve hattest. Die Doe im schlimmsten Fall. Okay. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich beim ersten, bei der zweiten Beta gar nicht so konkret gesunken. Und wenn, ich weiß es nicht mehr. Ist hier so eine schwarze Linie, wenn das Wasser an die Küste geht? Den Shot. Weiß ich, krach jetzt dagegen. Ich meine, hier kann man jetzt zwar schön rumlaufen, aber insgesamt bringt es halt relativ wenig. Ja gut, dass das hier ein Versteck für einen Schatz ist, ist glaube ich eindeutig. Oder sowas hier. Na, du kannst hier halt nicht frei über die Steine laufen und einfach tun und lassen, was du willst, sondern du bist halt ziemlich begrenzt auf Level-Design. Und es ist schon... Weiß ich nicht. Who are you looking at? Ja, looking around here. Traum meines Star Wars Akklamator ist geplatzt, egal wo ich halt ein Chaos Akklamator. Okay. Weil kannst nicht, also Detail kannst nicht so gut nachbauen oder? Ich habe mich ganz am Ende einer der ersten Betas versenken lassen im Kampf gegen 3 oder 4 Schiffe, da habe ich das festgestellt. Da war das mein ganzer Spielfortschritt der Beta dahin. War nicht schlimm, weil die waren dann eh zu Ende, aber motivierend war das nicht. Details, Chaos, Details. Also in der letzten Beta war es eigentlich auch schon so, dass man nicht unbedingt gleich alles verloren hat. Wenn man, weiß nicht, ich bin dann, also, ich weiß nicht, ich habe gerade wieder ein Erinnerungsgedächtnis wie ein Goldfisch, aber ja schon, nur ist das Schiff nicht wendig genug, um agieren zu können. Ja, interne Korrekturdüsen. Hallo. Nette Bemalung. Ah. Kann ich Ales kriegen? Ey, Bombarden. Ich kann mal Bombardenkanonenkugeln kaufen. Enhanced-Triebkerkit? Increases Hull Health by 50%. Nehmen wir auch mit. Hurra. Come back when you have food for us, eh? Hat nicht alles verloren, nur alles, was auf See war. Ja. Alles, was im Hafen war, war gespeichert. Man hatte ein Zeitfenster, die Fracht wieder einzusammeln, mit der man versenkt wurde. Das ist jetzt aber auch noch, also das ist jetzt auch so. Wenn du versenkt wirst und dich halt nicht direkt wiederbelebst, dann musst du halt alles wieder einsammeln. Aber doch, wenn man sich direkt wiederbelebt auch. Also man hat seine Ware schon verloren. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich denn noch im Inventar. Ich würde sagen, das, was ich vorhin von den Schiffen gelootet habe, ist schon mal wieder weg, als ich eben versenkt wurde. Nur das Schiff plus Bewaffnung war halt weg. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. We're moving fast, thanks to the wind.
Was ist das da? Ein Neunerschiff? Wir kriegen sich gerade schon Level 7. Wieder ein DMC. Denn damit. Dann irgendwie laut immer irgendwie so Treibgut, aber dann kann man es nicht einsammeln. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch geändert. Uncut Diamond. Junge, Junge, was sind das für ICBMs? Mit Mehrfach-Sprengköpfen. Mortar Bomb Crate. Grill Chicken. Ja, gut. So rum. Nein, du hast keinen Rum. Und du bist Stufe 8. Warum kriege ich eigentlich ständig Schaden? Wovon? Ist das, weil das Schiff die Welle runtergeht? Davon kriege ich Schaden? Wie machen das an die Schiffe? Naja, Interkontinental war das ja noch nicht gerade. Nein. Es ging mir mehr um die Mehrfachsprengköpfe. Knallst so hart aufs Wasser. Tja. Offenbar. Ale. Kein Ale. Uncut Garnet. Die Wellen weicher nehmen. Drawinkel. Das wäre durchaus eine Option, ja. Toll. Toll. Da ist noch irgendein Auftrag. Vielleicht können wir damit ja was weitermachen. Das Dreifachdrücken ist wirklich dämlich. Schon. Die ganze Zeit die Musik noch hier im Bild. People Hans Master. What? Stufe 6. Ja, okay. Curious Chest. Wo es diese Tylosaurus-Tools gibt, weiß man auch noch nicht. Ich würde gerne mehr Infos dazu haben, aber sobald ich hier rübergehe. Das würde ich wohl mitnehmen. Toll, das wollte ich mir eigentlich erst anschauen. Ach Mann. Tja. Also in der ersten Beta ist man auch noch ein bisschen mehr hier rumgerannt. Hier nach hinten hin. Hier ist halt irgendwie so gar nichts mehr los.
Dass man jedes Mal da kochen kann, okay. Come closer, Captain. Die hatte manchmal noch hier so Baupausen, Baupläne? Baupläne. Ansonsten ist es ja auch eher so Standard-Items. Song of Lalitra. Aha. Ach was. Ach, ich wollte gerade sagen, hier kann man durch. Was? Hat der gerade eine Schwimmmarke? Okay. Ach, schwimmen mag er dann nicht mehr. So weit rein. Da ist dann vorbei. Stimmt, springen kann man auch nicht. Man kann nicht springen. Das Pickup, was? So. Irgendwie ein bisschen ernüchternd im Moment. Bringen Ding noch nie. Ja. Pickup Letter. Captain, here to tread? You enter our warrior's camp unguarded and with weapons sheathed. A wise choice. But our eyes are still upon you. So, what brings you here? State your answer plainly. Or you find your flowery tongue. Mein Land war das Spiel immer irgendwie träge, undynamisch. Of course, we carry ample loot from fruitful raids. Rogues like you often favor the sea people. If you are here as an instrument of the treachery, Hutapaha Nai Nilohana Rio. But if you prove true to your words, then we might have something more for you. Come, let us reach a deal with fair terms. Ja, ne? The winds favor you. Auch noch wieder Standard-Items. Noch mehr Letter. Eine Boost Regeneration for Crew Stamina. Ah ja, okay. Immerhin etwas. Na gut, dann war schon wieder ein Weg. Ja. Ich kann im Grunde genommen nur wieder nochmal versuchen, hier unten die Ale-Handelsrouten zu kapern. 0 von 6, großartig. No required. Hammerhead, Sharks, Nilkrokodil, Hippos, Relic of the Past. Steal Merchant Goods for the Commodity Trader. Und Kinses Uncut Sapphire. Report to the Blacksmith. Oh. Das sollte ich vielleicht mal machen. Sail to a location of the mysterious sighting.
Das ist halt auch noch Stufe 6, das ist immer noch nicht ausgelegt. Wo lande ich hier eigentlich gerade? Gegen was bin ich gerade gefahren? Jetzt habe ich Stamina Regen plus 20. Irgendwie beides nicht so wirklich. Lasst mich hier bloß raus aus eurem Mist. Komme ich irgendwie auch nicht so richtig voran. Na toll, da dreht sich die Windrichtung mit. Jetzt sehe ich hier immer nur von links nach rechts und komme nicht voran. Materials. Ja, ich weiß ja, dass ich hier prinzipiell hin soll. Na, das ist das anderes. Also erstmal können wir dem Schmied Hallo sagen und dann schauen wir mal, dass ich da Ale kriege. Gerade Meteorit eingeschlagen. Meteorit. Aber ist auch irgendwie allgemein gerade nichts mehr los hier, ne? Alle schon über die 6 Stunden drüber. Okay. Devils and blacksmiths like fire. Die Rokoplanken. Ich kann immer noch keine Bombarden bauen. Aber warum? Bombardenkanonenkugeln. Cannonball Crate. Ich kann bei dem keine Bombardenkanonenkugeln kaufen. Beim letzten Mal 6 Stunden Begrenzung war bis zum Schluss alles voll. Oder die Beta interessiert wenig Leute. Der Zeitpunkt ist auch schwierig, kurz vor Release und direkt vor Weihnachten. Bronze-Ingot, Iroko-Planks. Ich habe einen Bronze-Ingot zu wenig und Iroko-Planks halt. Oder bist du auf Singleplayer gestellt? Nein, nein, nein. Ab und zu laufen hier ja schon mal Leute rum. Aber es ist halt schon eher selten. Never a day goes by without a sailor singing your name. Can't tell if they're cussing or praising. I'm starting to see why they call you an upstart. Ja, also ich bin definitiv online. Craft new items noch. Das sind alles noch die Rang 1 Schiffe. Rang 2 kriege ich nicht. I prefer land. Life at sea is miserable. Ja, Padawakang, die hatten wir auf jeden Fall in der letzten Beta.
die Brigantinen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Party war krank. Der Name war irgendwie schon bekannt. I wear a necklace that belonged to my mother. It tells the prophecy of a sea maiden who will unite the island people. May the tide bring you there. Kann mit denen hier alles noch nicht so wirklich was anfangen, solange ich ja die Sachen noch nicht hab. Hier. Nix. Irgendwie war da eben noch ein Icon. Immerhin, hier gibt's jetzt die Aufträge hier an den Boards. Die gab's, glaube ich, in der letzten Beta noch nicht. Zumindest hatte ich sie nie gespielt. Supply Coco 150 Mal to the Warehouse Administrator. Ich meine, da haben wir noch welche. Oder ich habe die Beizen verkauft. Ne. Scarlock is a good client. As you can imagine, the plot round brings me a lot of interesting things to store. Ah, ich hätte noch was in hier. Warte mal. Ich hätte hier noch eine Truhe. Also wieder mit irgendwelchen Klamotten. Treasure Map. Aha. Repair Kit 3. Ah, ja. Frage, wie viel das dann braucht zum Nachladen. We go back a long way, Scarlock and I. Don't suppose he mentioned me? Finding their goods will earn you. Ich würde eigentlich meine Aufgabe abgeben. Hä? We shall speak again, I hope. Wo sind jetzt die Aufträge hier? Journal auf G. Ja. Warehouse. Sehe ich nicht gerade? Zack. Dann wollen wir bei D. Muss ich nur nochmal mit der sprechen? Okay. Eigene Doofheit. Immerhin die 900. Die 900 Credits nehme ich gerne mit. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir halt wieder nach dem Ale, ne? Hier sind auch super wenig Schiffe im Vergleich zu gestern. So frei, der Hafen hier ist ja praktisch leer. Prinzipiell sollte es hier rundherum jetzt das Ale geben. Na, da sind wieder die Markierungen. Das ist halt nur die Frage. Ich bezweifle, dass ich immer noch... Also... Jetzt sind nur noch zwei von den Dreierschiffen da. Captain, was ist das? Captain, sie haben alles, was wir wollen. Wir können das Schiff kennen für kennen.
Radar über Bord gegangen. Passiert hier gerade? Die Schiffe werden hin und her geschleudert. Und hier ist doch aber gerade eben irgendwas über Bord gegangen. Was ist das da? Repair-Kit. Naja, okay, nehme ich gerne mit. Jetzt muss ich mir nur noch mal um den da kümmern. Eins. Oh, das heißt, ich habe immer noch nicht meine 6 Eil. Die haben definitiv nichts von dem, was sie sind, oder? Nein. Der da? Der hat Ale. Na dann. Und wie müssen wir ja rankommen? Oh, da kommt noch ein Schiff dazu. Sekunden Nachladezeit? Uff. Das ist Engel. Damit habe ich jetzt genug. Clever Engel. Zurück. Auf geht's. Es kann weitergehen. Und wir haben sogar mal Rückenwind. Mit Little Cat. Stufe 4. Katzaffer, Kurt Garnet, Krokodil, Lamper, Kloß, Tobacco, Feuer und Armor, Piercing resistent. World Event. Wofür wir noch absolut nicht genug Leistung auf dem Schiff haben. Das hätte man versuchen können.
mal. Er war da. Ja, okay. Was hiermit? Sieht so aus, als würde hier gerade geplündert werden. Vielleicht mitmachen. Offenbar nicht. Ah, da kam schon die Rache. Er legt sich mit denen an. Na dann. Also ich bin nicht gespannt eher auf die größeren Schiffe, wenn man wirklich mal ein bisschen weitergekommen ist im Spiel, weil... Naja, du willst halt alles nochmal ein bisschen umfangreicher, nehme ich mal an. Das hier... Weiß ich nicht. Ich nehme das Gespräch jetzt mit. Kennst du zwar eigentlich schon, aber... There won't be any tales told of this feat, but you brought me a good and honest haul, Cully. And my men inspected the goods, and they found this manifest, a little seed of rumor, one that will sprout very soon. Something huge is coming. A man of war, an invasion force, a plague ship, doesn't say. The Compagnie has plans in motion. We are blind to them. Mere captains won't know what's coming. We'll have to dig deeper for answers. For now, my agents in the Compagnie remain in the dark. Their findings useless. I press my boot down harder on their grimy snouts. The rats care too much for their own skin. Should my agents provide only more piss and swash. Know that opportunity will fall on you. A fair reward for your work. Cully, you're not half as useless as my other sea dogs. You found a manifest and also the French and Fara trade deal. I'll piece them together with the rumors my French agent. Warum bewegt sich der Tisch? Ganze Tisch hat rumgewackelt. Aber irgendwie haben wir mehr Bugs als in der vorherigen Beta. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist irgendwie auffällig. Plunder it and the world will tremble at our footsteps. We can become anything we want to be. Get that convoy, and New York receives 10. Es ist jetzt wieder ruhig. Tulin hat gerade die ganze Zeit so hin und her gewackelt. Also nicht gewackelt, aber gezittert. Those French fops, they'll be so baffled, they won't be able to tell Tim from us. Cully, destiny is calling, and our names are on her lips. Ready your ship. Gird your loins and seize that fucking convoy! Keep that fire burning. Schön, dass er für die Einblendung die Sprachpause eingelegt hat. Okay.
Ich kann nochmal eben Sachen hier wegschmeißen. Welcome, Captain. Taking or leaving? Nein. Alright, my story. Was ist hiermit? Ich glaube, die sollten wir einfach nur abgeben. Fali to help. Nächste sind eine Wuppe, ich will mal kurz schauen. Dem Schiff lohnt es sich ja noch nicht irgendwie in einem. Ja. Warte mal, wir haben Mortar Shells, hier, aber keine Bombardenkanonen. Könnte jetzt Long Guns einbauen. Haben mehr Schaden, aber weniger Reload und naja. Ich glaube, das passt schon. Ich hätte gern eher nochmal eine Calvary in 2. Irgendwie was Stärkeres an Bewaffnung. Ich habe jetzt nur auf der linken Seite die Demi Cannon 2. Wow, ich habe jetzt zweimal dieselbe Plankung. Ein da. Ja, passt. Wo muss ich denn überhaupt hin auf der Map hier? Ich muss hier... Ah, ein bisschen weiter offenbar. Natürlich bin ich hier nicht an Land gegangen. Kann ich hier nicht ran? Sehe ich nur den Button nicht oder kann ich da nicht ran? Das hat nicht, ich kann nur hier als Schnellreiseoption. Ja, okay. Also so richtig begeistert tut mich das gerade nicht. Ich weiß nicht wieso. ...21 an Katzafei. Okay. Ja, gut. Gerlach says the Royal Louis is near the island. Let's seize her cargo of exotic goods. Fire, Captain! We can steal their loot while it burns! Starboard, Captain! Uff, ich muss dahin muss ich hin. 5 Kilometer, ich segle eher gerade weg. Natürlich muss ich wieder gegen den Wind segeln. Oh, Mann, ey. Gut. Das nehme ich gerne mit. Oh, wie schnell wechselt denn der Wind irgendwie die Richtung immer? Adauro Star Chart. Eine Sternkarte. Noch eine Sternkarte. Okay. Bringen die? Jettison. Heißt es nicht auswerfen? A sketch of Taurus. Lanitra was were a single man's action resulted in the death of many innocent others. Faded words are at the bottom. The. Yes, sir. The.
Aha. Ey, was ist denn mit dem Wind? The wind is with us. Nein, eigentlich nicht. Ja, nun. Oh Mensch. Inseln vom Mond. Was? Nee. Ey, der Wind dreht tatsächlich mal zu unseren Gunsten. Das ist ja mal was. Man sogar mal direkt auf das Ziel zusegeln. So, was haben wir hier? In fürchterlich unscharf, alter Schwede. Ist der Bolkrate. Warum ist das so unscharf? Was ist da los? Alter, das kannst du dir doch nicht anschauen. Also, lass mich wenigstens hier einmal interacten. Kann ich jetzt hier einen Schnellreißen? Irgendwie nicht. Lock to fast travel. Hm. Okay, so unscharf ist heftig. Nicht hier, es ist auch nicht unscharf. Und ich bin jedes Mal in diesem dritten Segelmodus da. Iroko-Planken. Ich würde mich jetzt erstmal um die Mission kümmern. Würde mal interessieren, was da hinten für ein Schiff ist. Achso, warte mal, das hier ist schon... Das hier ist schon das Zielschiff. Warte, steht Hunt down the Royal Louis and save the cargo. There's the Royal Louis. They're lighting up the sky with fireworks. Shall we crash the party, Captain? Das ist das Schiff, das ich... Aber warum ist das hier denn markiert? Ist hier irgendwas? Ach, wegen den Uncut Sapphire. Uff. Okay. Hey, ich war doch im Brace-Modus. Wenn das Schiff dazukommt, ist aber doof. Warum haut mir das Schiff da ab? Das Schiff haut ab. Jetzt haut es nicht mehr ab. Stay steady!
cannon! Flaming shit! Huge French fleet! Ja, genau, natürlich. Jetzt werde ich mich mit drei Schiffen anlegen. Das Schiff da alleine ist doch schon eigentlich genug. Och Mensch, was ist denn das? Da steht Fire Muskets, drücke R, ich drücke R und dann geht er erstmal ins Fernglas. So, sehr knapp. Und wir können uns nicht reparieren. Also das ist irgendwie... Irgendwie passiert dieses Voyage endet häufiger in letzter... Also in dieser Beta. Mehr Grafikbugs, mehr zerstört werden. Ich gehe gegen vier Schiffe antreten. Leute, was ist denn los mit euch? Wer hat euch das denn beigebracht? Wäre gern dabei, aber es ist halt wie es ist. Ja, schon klar. Schild aber ja auch nicht unbedingt viel mehr. Ach, na toll. Noch voll die Droh drüber geschossen. Oh ja, schnell weg hier. Huch, wie? Yeah. Jetzt ist der Nebel plötzlich weg. Think Royal Louis, wieso? Aber das habe ich doch gemacht. Ist doch versenkt. Hey, wollt ihr mich irgendwie verarschen? Habe ich noch nicht alles aufgesammelt, was ich von der haben soll, oder wie? Okay, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wieso wurde das nicht gewertet? Ja, komm, ich hau das Geld raus, ist ja. Also, das war jetzt doof. Hätte, wieso steht die da jetzt wieder? Nee, sie steht da nicht. Ja, aber wie soll ich die denn versenken? Sie ist ja nicht hier, sie existiert ja nicht mehr. Fire, now!
bewahren. Muss ich jetzt noch irgendwie die Trümmer hier mit aufsammeln? Aber ich habe den Loot von der Royal Louise eigentlich mitgenommen. Oder soll man den Rest der Flotte hier auch noch besiegen? Ne, guck mal, da hinten ist irgendwas markiert gewesen gerade. Und wo geht's jetzt hin? Jetzt soll ich wieder in das Gebiet, aber wo. Hä? Was? Nee, also da bin ich raus. Das ist ja wohl. Ich sink zweimal bei dem Versuch, das Ding zu versenken und selber kommt das ungestraft davon. Obwohl es versenkt wurde. Ja, genau, mit halber Schiffs. Leistung, Gedöns. Ach, wäre da noch eine Insel, hier so ein Hafen gewesen. Ehrlich gesagt sehe ich das Schiff jetzt aber auch nicht unbedingt. Mitten in dem Gebiet drin. Und vor allem treibt mich der Wind gerade irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Also erstmal muss man das Schiff reparieren, sonst wird das eh nichts. Dass man in der Karte auch nicht gerade steuern kann, ist auch irgendwie. Naja. Den Keul Boost. Muss ja hier rein, naja. Jetzt blinken hier überall die Meldung auf, von wegen Uncut Garnet und so. Interact. Ich kann hier nicht mal reparieren oder was? Dock to fast travel. Ja, aber es gibt hier nichts zum Docken. Irgendwie ist die Motivation gerade ganz, ganz niedrig. Ich weiß auch nicht. Was ist denn Aries Gather of the Libra? Nee, ich habe gerade keine Motivation dafür. Das ist ja nervig. Also. Irgendwie ist die Beta schlechter als die letzte. Also. Wir haben mehr Bugs. Wir haben. Ich weiß nicht. Es war ja jetzt weder die. Wir haben das Schiff gesunken. Es wurde nämlich aber. Es wurde aber nicht als solches markiert. Und wir haben es dann nicht im anschließenden Nebel wiedergefunden. Die Schiffe mit dem Ale waren quasi non-existent, außer in diesem einen kleinen Hafen, wo sie dann zu dritt standen, wo wir dann auch natürlich erstmal 1 gegen 3 mit Basis
Nun. Also, ja, weiß ich nicht. Ja, naja. Ich denke, ich werde mich da mal vom Acker machen. Oh, Ende. Ja, nun, so gerade beschrieben. Also, ja. War kurz in der Küche. Ach, hey, hey. Nein, also das Ding ist, ich bin an den nächsten Hafen gefahren. Und durfte erstmal feststellen, nein, ich kann mich da nicht reparieren. Das heißt, ich hätte jetzt wieder 10 Minuten bis nach St. End segeln dürfen oder zum nächsten Dock, hätte da reparieren können, hätte dann wieder zurück segeln können, hätte da dann nach dem Schiff suchen können, das wir schon versunken haben und deswegen nicht mehr aufgetaucht ist, als wir da eben lang sind. Und darauf hatte ich jetzt nicht mehr unbedingt Lust. Also irgendwie sind lauter Bugs in dem Spiel reingekommen. Das war vorher nicht der Fall. Ja, wir hatten vorher auch den Bug da mit dem, dass wenn jemand eine Quest abgegeben hat und man gerade selber aber in einem Händlermenü war, dass es dann eingefroren ist und man da nicht rauskam. Aber es war davon abgesehen, ja, war uns nichts aufgefallen. Aber jetzt, ich habe mehrere Grafikbugs, ich habe mehrere, also da, zwei Spielbugs jetzt gehabt, also Gameplay-Bugs. Soweit ich mich erinnere. Irgendwie. Sehr merkwürdig. Und was mich halt noch so ein bisschen wundert. Bei dem Schiffsvendor. Sehen wir immer noch nur. Mehr oder weniger die bekannten Schiffe. Es gibt immer noch nicht den Motivator zu sagen, ey, du kannst ein Linienschiff irgendwann fahren. Oder allgemein halt irgendwas, ein richtiges Schiff halt. Ein großes Schiff. Irgendwie fehlt das halt noch. Also, ja, ich bin auch mal auf den Release gespannt. Ich werde es mir wohl nicht direkt holen. Da habe ich genug andere Projekte im Moment. Ja. Mal gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es rauskommt. Und ansonsten bin ich für heute tatsächlich erstmal raus. Ich habe ja eh schon gesagt, bin relativ müde, deswegen ja auch kein VR. Und dafür dann morgen Mittag VR. Macht's gut. Bis dahin. Bis morgen.